Über HDMI rausgegangen, wenn ich über das Bett war. So. Kannst du mir einen Gefallen, MacCow, kannst du den Ventilator bitte mal ausmachen? Zu viel? Das nervt langsam. Ja, weißt wir haben hier so einen geilen Plan und wir spielen jetzt was. Man kann ihn vielleicht mal in den Flur stellen, dass er... Ja, also, ich wollte das nur mal erwähnen. Ah, oh, MacCows Rücken. Auch rein Rücken kann sich spucken. Ursprünglich wollten wir Trackmania United spielen auf dem PC. Hat aber nicht funktioniert. Ja, ich habe es vor 2 Tagen noch gezockt, ja, auf dem PC, von dem ich das jetzt auch wiedergeben wollte. Das war über Komponente. Das war über DisplayPort-Anschluss. Und ja, jetzt wollte ich es gerade hier starten über HDMI, damit wir das auch abgreifen können. Und die Textboxen waren einfach leer. Also man hat keinen Text im Spiel gesehen. Das heißt, es wäre sehr witzfrei gewesen, wenn wir nicht gewusst hätten, was wir für Zeiten gefahren sind. Drum hüpfen wir wieder auf den Wii-Teil. Und das ist Weltpremiere, weil das zocken wir jetzt alle im Hotseat mit 6 Mann, abwechselnd. Jeder hat 3 Minuten Zeit, die beste Zeit rauszuhauen. Ist das Rennen? Einzelspieler Rennen oder? Multiplayer, bitte. Ist aber Einzelspieler. Ja, aber wo ist denn Multiplayer? Doch da. Ach, da. Mehr Spiele. So, in diesem Sinn, viel Spaß. Ich bin sofort da. Hier ein bisschen hier Ordnung hier. Zeit, gell? Schleichreklame. Schleichreklame. Fleischreklame. Fleischreklame. Da müssen wir noch ein bisschen zusammenrücken. Ja, machen wir ja. Dann haben wir das doch. Gast erstellen, oder? Ja. Los. Der Fox ist leider doch rein. Und so mache ich das. Mach das ein bisschen näher dran. Ja, aber es ist ja blöd, dass Plus da steht und man kann aber nur pointen. So, wen habt ihr denn jetzt schon? Dich und mich? Gar keinen. Hast du schon einen hinzugefügt? Der Quickie ist drin und Rip ist auch als Spieler schon drin. Ja. Der Rest muss noch. Ich habe aber auch mein Figürchen. Das ist zumindest. Magic Man. Achso. Sorry. Müssen bei einem Breitbild eigentlich alle breit sein? Im Flatscreen müssen alle flat. Ja, das aber auch nicht auf der Flatpipe. Flatpipe. So. Pariba! Ja. No. So, Mattis, was für ein Helm? Hey, ich war doch eben noch da, war ich nicht da? Nein, bist du nicht. Was für ein Helm? Egal. Nee, aber nicht orange. Nimm, egal, aber nicht. Nee, ist egal, nimm irgendeinen. Nein, nicht orange. Aber nicht den. So, wer fehlt noch? Mich. Schwarz. So, wir spielen wieder ganz klassisch mit Wii Remote. Das heißt, und das ist auch gut so! Das heißt, was ist das für eine Tastatur? Ja, sehr merkwürdige Tastatur. Verwirrt mich gerade auch so ein bisschen. Ja, manche Buchstaben stimmen ja, aber so, was sind der Bersi denn? Völlig egal. Hier, blau-grün. Ach, sieht aus wie Aral oder so. Ja, genau. Das ist eine Azerti-Tastatur. Azerti? Pazerti! Grüß Gott! Das ist eine österreichische Tastatur! Das ist die schweizerische Averti! Alle 6! Alle 6 zusammen! Schweizerische Averti-Tastatur! Stereo! Thanks, Obama! Du fängst aber an! Dafür mit 2 Steuerungstasten! Eine französische Tastatur, sagt der Mergoritz! Also sagen wir nur Gas geben und Digipad? Und Digibad. Ja, ich sollte jetzt am besten zurücksetzen, gell, MacCow? Ja, weil die Zeit ist schon. Kannst du jetzt schon vergessen. Was ist denn das? Habt ihr irgendwie Schwierigkeitsgrad deklariert oder so? Training. Okay, du bist jetzt ein Erster. Voll die Mucke, ey. Ding, 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 ding. Ich hoffe, das passt von der Lautstärke. Ich hab nämlich für mich schon. Ich habe mich gerade nur das Gefühl in. Warum klebt da ein Schlüssel an der Decke? Schlüssel? Ich Running Gag. So. Muss ich jetzt gleich vorlegen? Nee, ne? Jetzt fällt einfach jeder erst. Ja, ja, oder? Wenn du keine Zeit hast, bist du ja erstmal dran. Es sei denn, der Madcore ist dran. Der fährt auch gern schon mal dreimal, obwohl er schon durchfahren kann. 72 Viewer, Leute! Wow, Leute, ihr seid Hammer! 72 Wo sind denn die Chips? Ah, ja, ja. Sorry! Das ist so! Mit Handicap! Ah, mach mal die Beine lang auf der Couch!
Was? Lang? Ja, mach mal die Beine lang auf der Couch. Oder ihr kannst auch breit machen. I'm sitting here. Sieht man mich noch? Nein. Doch, sieht man. Ja, tatsächlich. Ja. Oh, jetzt aber bitte nicht pupsen. Ja, ja. Oh, das ist gut, ja. Oh ja, genau da. Ach, diese scheiß Steuerungstaste auf B. Ich hoffe, das stört nicht. Wenn es stört, dann sag Bescheid, dann setz ich mich anders hin. Ach, Quatsch. Jetzt hätte ich mir eigentlich schön die Strecke schon angucken können, aber... Ja. Eben, weil ich sehe beim Edgar auch nichts. Wie geil ich die erste Kurve gefahren bin, und dann... Bumm. Verkackt. Okay, rechts und geradeaus. Okay. Okay, rechts Kurve und geradeaus. Ja, der Nette ist. Guck doch mal. Du bist jetzt ein Erster. Der läuft erstmal weg. Muss halt noch. Edgar, drücke A, um zu beginnen. Drücke A, um zu beginnen. Jetzt nicht zwei. Gar. Okay. Nichts mehr machen. 23. Zu viele Knöpfe hat die V-Mode nicht. Banane sagt schon, Matt kommt wieder gleich eine Mimo zerstören. Oh. Aber er hat keinen Tisch vor sich. Vor allem, ne, dann sag ich so. Das ist noch eine der schwarzen ohne Motion Plus. Die hat ja keinen Motion Plus. Nee, ich merke gar nichts von dem Motion Plus. Nee, die hat ja auch keinen. Du bist jetzt ein Vierter. Ja, genau, ich merke nichts vom Motion Plus. Bersi! Ja! Was ist dieses Bersi? Wo ist der Speedstart? Die gleichen Helme. Speedstart gibt's nicht. Hast du nicht Vollgas gegeben? Doch. Warum sind wir dann besser weggekommen wie du? Keine Ahnung. Was geht ab denn mit dir jetzt? Ja, ich wollte gerade sagen. Ich hörte ihn mal gar nicht. Also, ist doch abgeschissen. YOLO! Basta, ja, da! Yes. For fuck's sake! Verflucht, for fuck's sake! YOLOLAY! Du bist ein Dritter! Magic Am! Achso, Magic Am, achso, der geht jetzt der letzte. Der Reihe nach, ne? Schmeckt das! Wenn wir wieder diese scheiße Musik. Yay! Wie war das dieses von Schottland? Dieses. Also nochmal zur Erläuterung, oben rechts seht ihr diese farbigen Balken, die symbolisieren unsere Restzeit, beziehungsweise die Restzeit des jeweiligen Spielers. Aber die Leute haben doch mit Sicherheit alle unsere RBC gesehen. Ja, yeah. Mit Sicherheit. Jeden Tag. Ist noch voll gut im Gedächtnis. Manipuliert. Ist das jetzt die Spinne? Damn! Scheiß Kurve da. Ja, hier. Zweite, ne? Da war doch ein Follower. Ja, war auch. Wir haben auch alle gebrüllt im Flores 12 FS. Ja, wir haben alle rausgebrüllt. Oh, das spielen wir auf der Wii U, aber das ist nicht der Kerl. Ah, jetzt zeigt er uns, wer hier der ist. Schon dritter Durchlauf. Rennfahrer jetzt, ne? Ist. Ja, aber guck mal. Du bist jetzt ein Erster. Hat er sich wieder ein bisschen Zeit gekauft. Rücksetzen ist 1, oder? Ja. Nee, B, genau, B. Nee, Minus. Minus. Yeah, 25 Euro vom Spast. Ravioli Forever, hey, danke. Holy moly, McDoli. Mein Kopf sitzt noch oben drauf. Ey, crazy man. Unfassbar. Geile Meile, ey. Dankeschön. Da steht der Finanzmann vor der Tür. Ding dong. Ding dong. Ich hab zufällig gesehen, dass der Spast in 25 Euro ist. Nee, das war... Das jetzt Minus ist zurückzusetzen, nicht B. B ist zurückzusetzen. B ist Kamera. Nein, B ist Kamera. Nein. B ist Kamera. Minus ist zurücksetzen. A ist an die letzte Checkpoint. Ich nehme schon wieder auf. Mach ihn doch nicht fertig. Spaß. Wir danken dir. Wir sollten ein Kabel nach ihm benennen. Ey, gib mir mal das Spaßkabel. Nein. Das ist der Bersenlach. Ich bin zu platzen nach. Nichts mehr machen! Nichts mehr machen! Gib Gas, Junge, du brauchst gar nicht bremsen! Mach doch mal vom Gas stehen bei dieser einen Kurve da! Der V-Mode nach ihm benennen, Spastmode. So hast du mich doch auf jeden Fall. Ich war doch schlechter. Ja. Nee. Ja, nee. Aber den Bersi! Mich kriegst du! Ah. Scheiße. Komm, gib Gas, nee. Mich kriegst du! Aber der Rip ist. Dritte Kurve. Der Rip ist ja der schlechteste. Dritte ist das. Da bin ich mir auch erst einmal gefahren. Oh! Eben, alle Zeiten. Ich auch! Siehst du mal, wie gut wir heute erst mal waren? Wir zwei. Zwei, jetzt haben wir zwei Fahrten mehr als der Daniel. Müller. Nichts mehr machen! Außer Gas geben, vielleicht! Yeah. Oh, das ist jetzt ein Vierter, der Rebellator! Die geile Nase. Was? Die komischen Mii.
Ja. Wo auch immer der her war. Da war ein Yps-Heft oder so. Ist eine Katze auf der Remote eingeschlafen oder ist das entstanden? Ah, damn it. Katze auf der Remote. Warum haben die Controller in den Händen? Ja. Warum sitzen Bärsi zwischen meinem Bein? Gerade rausgepresst. Das ist ja nicht so schlimm, aber die Remote. Ach, damn. Egal, ist ja. Wenn du dran bist, dann bist du im Zugzwang, ja? Du musst jetzt liefern. Du musst abliefern, ja? Bitte versuch's erneut. Ja, ich bin so ein Perfektionist da wieder. Ich fahr jetzt einfach einmal durch. Meine Zeit echt so gut. Ich wundere mich gerade, dass ich immer noch Dritter mindestens bin. Nein, Trackmania wollten auf dem PC spielen, aber der PC will irgendwie nicht mehr. Der hat sich anders überlegt. Ja, der dachte sich über HDMI, schreibe ich keinen Text in das Spiel rein. Oh. Dann sieht immer gut aus. Auf die Wii-Version umstellen. Aber die ist auch cool, der Hotseat funktioniert gut. Ja, der funktioniert super und auch das zweite. Die Geisterkarren nerven nicht ganz so krass wie am PC. Komischerweise. Ja. Am PC sind die immer so, ist das irgendwie alles so nah. Das ist ganz merkwürdig. Und die werden halt auch so leicht transparent, verschwinden dann besser. Irgendwie, das ist aber insgesamt einfach ein geileres Trackmania. Ja, die PC, hallo, United, ja. Der Hammer, ja, Sunrise, muah, läuft leider nicht mehr auf modernen Systemen. Müsste Windows XP vorne PC haben. Jawoll! Ja, so, das lassen wir so. Boah, es hat langweilig, ey. Halt gefahren, halt doch mal deine NRW-Klappe da. Oh, jetzt bin ich auf der Seite. Ne? Ich bin schon wieder dran. Das muss gerade nicht mehr zum Zug kommen. Ey. Doch, guck mal, ich bin aber jetzt schon immerhin auf dem vierten Platz abgedriftet. Ah. Oh, Zeitgleich! Oh, mit ist shit. Zeitgleich ist mit dem Dragon. Zeitgleich ist so gemein. Shit! Das ist aber mit ist shit. War eine gute Idee, dass der Ritt mal oben vorbeikommt und euch ein Bier bringt, oder? Ja. Das hat's gebracht, ey. Ja, Metcow. Nichts mehr machen. Vor allem ist der Running Back. Nichts mehr machen. Wow. Was ist denn ja, los, ey? Diese scheiß Hummel da, ey. Du verlierst echt die Haftung. Nicht die Haltung. H-Fox ist daheim. Der ist nicht hier, kapierst doch. Ja, ich mal. Leider verhindert. Hast du nicht das Memo gelesen? Ah. Okay. Mal gucken, wie die Kurve ja, ist. Ja, ja. Ich bin ja auch erst einmal da durchgefahren. Ja, das ist eigentlich das Gemeine da dran. Tippi, tippi, tippi. Von Bönefeld. Keine Kapriolen hier, ey. Nettes. Du bist auch mal wieder dran. Keine Kapriolen, Becky. 17,66, ey. Ja, ich glaube nicht. Doch. Ja, 4% Fahrt. Da hat kein Blatt Papier mehr. 16 Sekunden schafft man. Wenn man es voll übertreibt, schafft man 16 Sekunden. Ich habe schon wieder keine Zeit mehr. Ich sehe runter, ey. Geh mal ein nettes ein. Ein Scheißproblem. Sieht ja da auch wieder. Man muss das ja mal erläutern, der H-Fox, der ist ja selbstständig. Der kann sich halt mal nicht so eben von seinem Hof wegstehlen, weil der einfach 7 Tage die Woche arbeiten muss. Und Arbeit macht sich nicht selbst. Wie wir alle wissen. Er hat das so ein bisschen vom Wetter abhängig gehabt, gemacht, bis zum Ende hin offen gelassen, aber dann hat er doch abgesagt. Offside. Aber immerhin, 6 von 7, guter Schnitt. Mann, diese blöde Kante, ey. Immer zu weit links. Ich steuere noch nicht mit dem Raum irgendein Gerät. Hä? Noch besser Fisch. Ui! Das hätte vielleicht geklappt, ey! Ja, wow. Gott! Der wieder mehr. 360! Der hätte genau gelandet. Hätte sich schon beschleunigt, der schon. Ja, der wäre so schnell gewesen dann. Dammit, ey, komm jetzt hier! Muss er relativ früh vom Gas gehen. Ja, ja, genau. Früher als man meint. Bremsen würde ich auf keinen Fall. Nee, bremst du ja nicht, aber. Du siehst ja meine schwarze Striche von. Du hast gebremst. Na gut, man kann machen, wie man will. Du musst so schneller durch. Scheiße, Mann, ey. Fährst du quer, siehst du mehr. So, ich mache jetzt hier den Map-Vergleich.
Alter, das ist doch jetzt. Jetzt ist aber der Wurm drin hier, ey. Kannst das Ding hier ausmachen. Mit die am Start sind, glaube ich, Beschleunigungsstreifen. Ja, ja. Am Start sind keine Beschleunigungsstreifen. Ah, Mann! Stopp schon. Nee, was bist du denn? Da sind Beschleunigungsstreifen. Ah, danke, Spaß. Ich bin ja gleich sowieso dran. Ja, auch noch viel Spaß dabei. Dance! Kann ich weitermachen? Du musst weitermachen. Ja. Das sind doch Beschleunigungsstreifen da, oder? Ach, nee, das sind Beschleuniger. Guck. Einmal auf 300 und 50, 60, 70, 80. Mann! Ein bisschen zu wenig. Ja. Why are you not learning? Why are you not learning? Learning. Learning. Das macht die Uhrzeit. Das ist ja wie so ein Brite, der sagt, Viertel vor eins. Paint. Ja, bitte mal paint. Pint. 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 Das ist nichts mehr Pin. Mann! Lang doch. Nein, ich bin immer noch hinten. Lang doch! Was? Ich muss doch immer. Was ist das? Zehntel? Oder ne, Zehntel, Hundertstel. Das ist Hundertstel. Bin ich bremse schon mal ganz Gas. Ja, ich geh vom Gas, ich bremse nicht. Jetzt kommt er aber, der kommt jetzt hinten heraus. Komm. Oh, yes! Ja, wer ist jetzt? Doch, ist jetzt doch. Ein Fünfter. Ja, ja, ja. Ich bin trotzdem gleich wieder dran. Er bleibt kaum noch Zeit. Vielleicht kannst du noch einmal fahren mit viel Glück. Also der Versi meine ich jetzt. Ja. 74, 75. Ich glaube auch nicht, dass wir das läuft nicht so schnell wie das Sport bei einer Minute. Ja, aber das Problem ist, der Balken braucht nicht ganz leer zu sein und dann ist Schluss. Ja. Das ist ein bisschen so, in der Grafik schön. Doof. Ich muss ja nur einen guten Lauf haben. Oh, diese Musik! Oh. It all comes down to this! Ja. The Keller, oh, wie war das bei, Kellerfall! Wie war das bei Street Fighter? It all comes down to this! Ich glaube, das reicht nicht mehr für eine Fahrt. It all comes down to this! Eine Fahrt noch. Einmal fahren hier noch für rückwärts für die Fahrt. Ah! Guck mal, da war er richtig schnell sogar. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Ja, gut, der Bernd. Merkau, du kannst eigentlich weitergeben. Ja. Oder wie der kann gar nicht weitergeben. Oder wie der Ripp immer sagt, der wär's gewesen. Ja, der wär's aber auch gewesen. Ja, komm mal. Ja! Oh. Fast geschafft. It all comes down to this. Ripp, du bist so schön. Dass man kein Lenkrad anschließen kann. Ja, man könnte das Ding auch in das Wheel stecken. Das würde auch gehen. Genau. Und dann mit Motion Control. Oh, nee. Aber nicht mit Trackmania. Nee, nicht da. Es geht, aber... Es macht keinen Spaß. Sorry. Wir haben noch Cola da ohne Ende. Haferschleim. Ich Haferschleim mit Zucker. Zucker? Ich habe ohne Zucker. Oh. Ich hab auch Schweizer Zucker. Ah, scheiße, die zweite Kurve habe ich voll falsch in Erinnerung. Oxbridge. Das wäre jetzt natürlich eine Aufgabe für die Menschen, die ausgeschieden sind. Aber was? Ja, ja, ich hab da auch noch der Aufstehen, Cola holen. Oder was? Ich nehme auch ein Wasser. Ananas. Ja, hol mal ein Wasser. Das beinhaltet automatisch das Aufstehen. Ja, und dann zuckerfrei. Nee, nicht. War zu viel gebreitet. Zuckerfrei und Eistee. Also noch ein paar Gläser anzerren nochmal. Zuckerfreier Eistee. Das ist Tee. Ein bisschen was zu trinken. Man muss die zweite richtig. Die erste ist Billy Willy. Jetzt geht's wieder los, er fängt wieder an zu analysieren. Ja. Analysieren. So, fahr nicht zu weit innen. Zu weit innen, innen. Ne Mail, zu wenig. So geht's. Ja, muss enger. 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 Inge. Wahrscheinlich kannst du mit Volldampf durch oder so. Ja, du musst vorher einlenken. Mhm. Wo du noch gar nicht willst einlenken. Ja, genau, weil du denkst, nee, so geht das nicht. Ich pack da am Tisch. Ach, komm, ey. GameStars weg. Das ist mein Handy ganz vergeben. Da muss ich echt einfach nur... Wie lange hast du das? Nichts mehr machen! Schnauze! Ach komm! Ah!
gibt's ja nicht. Das reicht nicht mehr für eine Fahrt. Übel, aber vielleicht. Nee, das reicht nicht mehr. Das reicht nicht mehr. Ja. Nächstes Rennen mehr Glück. Ey, wer ist auf den Stift gekommen? Also der Anfang sagt ist Bronze ja, sicher, schön. Bronze sicher, ja. Dir ist Bronze sicher. Aber du bist auf Gold. Bronze, Silber und Gold hab ich nie gewollt. Nein? Geh mal Deutschland, meldet sich gleich wieder. Geh mal Deutschland. Nein, ach, die sperren ja keine Videos. Nee, die sperren keine Videos. Zumal, ich hab das ja... Weißt du, dann twitter ich noch, das war ironisch gemeint. Ich wollte aber sagen, das war nicht ironisch gemeint, weil dieser Blues-Track uns so geil gefallen hat. Ja. Ja gut, der Witz aber, ist, aber dann wussten wir noch nicht, dass das gesperrt ist. Die GEMA sperrt ja wirklich keine Videos, aber YouTube hat keinen Bock dafür, was abzudrücken. Und deswegen sperrt YouTube die. Und das ist halt der Witz, sowas zu so peinlich, sowas dann noch darauf noch so stolz zu sein. Das wird doch nichts. Nee, aber ich wollte nochmal. Ich wollte nochmal schnell fahren. Oh, also. Nein! Ich finde aber der Strecke stören die Ghosts ein bisschen, ne? Gerade so diese erste Kurve. Das ist so enges. Also. Guck, das ist so ein bisschen. Boah, ey. Guck mal. Das ist schön. Leute, 22. Alter Falter. 29, 30. 13. Ein erster. Die zweite Kurve war. Merkau, ich nehme eine Cola. Geil. Da spitz. Schütt dich in Bersis Nacken. Ja. Flashdance oder was hier? Oh, ja, klar. Minus. Beste Taste. Beste Taste für so eine beste Taste für. Danke. Ey, komm. Jetzt schon 21. 38! 46 nochmal nee. Nach Hause! Ja, guck, 16 hab ich gesagt, ist drin. Ja. Am Anfang. Ja, das, also. Gerissen, ey. Metcosh hat kein Cola. Da komm ich nicht dran. Bersich hat kein Cola. Lass mal! Dass ich mich da kurz taktisch gebremst hab. Ja, gut. Obacht! Kommt mal weg. Wer hat den Controller da oben? Heißt da gleich rein, geht zur WTF. Für Magic M reicht's. Für mich leider nicht! Oh, der Matt ist echt voll Ärger auf. I'm sorry. Weißt du, der Matt ist, der legt immer so ein Ding hin. Bei Trackmania, das ist. Ey, die zweite Kurve war perfekt gefahren. Go schnell, jetzt kommt der. Guck mal. Nein! Oh, hat er kurz abgesetzt! Das war nur zum Testen, ob die noch so geht. Ist der Grip noch auf dem Reifen? Nur mal präsentiert, dass du den Mattis in der ersten Kurve kriegen kannst. Ja, yeah. Don't wonder, no pressure. Das musst du mal machen, erste Kurve minus 10 oder so und dann mal neu. Also ja, das geht nicht richtig schneller sein. Ja. Und nicht nur so halb. Ich wollte nur mal gucken, ob ich in der ersten Kurve noch Luft habe. Oh, das reicht nicht mehr für eine, oder? Ah, könnt. Vielleicht. Er muss eh durchfahren. Time is up. Too late. It's on. The pressure is on. It all comes down to this. It all comes down to this. 3, 2, 1. Final lap. Guck mal, Iruka sagt Aktion Sorgenrind. Helf mal auf ihn. Aktion Sorgenrind. Hallo Chris Draconis. Tee, hau dir mal ein. Muss erstmal warm werden. Leicht touchiert.
Gib mir einen Würfel und eine Zahl und ich würfel sie. Aber. Zombie-Würfel. Ja. Oh. Oh! War doch meine! Nee, es wäre nichts gewesen. Okay, boah. Ich muss fürs nächste Spiel echt ausmachen. Deactivate Sound. Und dann einen anderen Soundtrack drüber. Ob sie da auch Ressourcen eingespart haben, indem die einfach Loop Music genommen haben. Ja, weil hier mit der Landung, da kann man immer noch. Ja, schade. Aber der knackt auch die 17 fast. Ja. So irritierend, wie man einfach am Anfang immer ein Zehntel schneller ist als der Mattis. Ja, aber es kommt ja nicht auf den Anfang an. Ja, aber es ist total irritierend. Es kommt auf den Zehntel. Ist weit schneller. Die Gesamtzeit, ne? Ja. Am Anfang lasse ich ein bisschen Gas weg, da verkomme ich am Ende mehr, weißt du? So. Ach, ficken. That's what she said. Naja, last try. Torfstecherwurst. Steht da im Chat. Torfstecher. Oh, das ist. Oh! Da kam er mit 100 km/h! Piu! Piu! Laser, Laser! Kerl in die Ecke geschossen. Good job, Mattis. Good job. Oh, der Mattis. Thanks. Bye, bye. Das bin ich da mit der 1. Hast du dein Auto abgeschossen? Guck mal nochmal. Revanche. Yeah! Dip, 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 dip. Oh, Amok. Dieses Auto mit Digi-Pesh. Erinnerungen werden wach. Nichts mehr machen, sag ich nur. Andere Musik. Nichts mehr machen. Mein Auto hat sich eben hat Backflip gemacht eben. Auf dem Brett ging es los. Du hast die 30 auf dem Dach, ey. Wir fahren erstmal über die Wiese. Du hast die 30 auf dem Dach. Es geht um. Ach du Scheiße. Oh Gott, ey. Das ist schon Hammer. Das ist nicht mehr. Nee, 45 Jahre alt. Ach du Schande. Mein graues Haar. Ey, sorry, ey. Jeder geht ein Jahr. Kann ich irgendwo aufgeben? Alles gut. Irgendwo? Danke, ey, vergiss es, ey. Das geht gar nicht. Und noch ein Grund. Du machst so. Ein zweiter. Du. Das ist halt komplett anders. 1 und 0, du drückst 1, der fährt 90 Grad. Das Stadium-Auto war das. Siehst du, da muss mir das Scheiß auch was wieder. Jeder erst mal erstmal die Wiese. Und der Buster Cap ist wieder da. Yeah. By the way. Der war doch vorhin schon bei OOT und wieder da. Achso, ja. Da hast du geschlafen, ne? Ja, wie ist denn jetzt der Daniel schneller als ich? Ist er nicht. Der Daniel hat die 30 schon. Ist er nicht. Nichts mehr machen. Das kann lustig werden. Ja. Du bist am Ende einfach ins Ziel gedriftet. Nichts mehr machen. Nichts mehr machen. Ehrlich. Drift, Drift, Drift. Nichts mehr machen. Ja, könnte da, wenn du mal ein bisschen quer fahren. Ja. Guck mal, siehst der Matt, siehst du mehr. Hast du getwittert oder was? Du. Hä? Hast du gerade ein Selfie getwittert? Nee, das ist der Rip gewesen. Ich hab die oben gestreambombt. Wir haben es gar nicht gemerkt. Gestreambombt? Streambombt. Ich hab nur gehört, dass jemand die Treppe hochgekommen ist. Ach, Mist, du warst doch nicht so leise. Nee. Ja, ja, drück doch halt mal. Dann seht ihr es. Ja, der. Ich hab mal ganz dezent aufgestoßen. Vor allem, wenn man es schon so unfair, denn dieses, ne? Dieses wir fahren da so alle mit einem Ghost oder zwei in der Madcon und. Das war die Bye-Bye! Bye-Bye! Oh, komm, du musst nur ins Ziel jetzt fahren! Nichts mehr macht der Bär sich. Nichts machen, Madcon! Oh, das ist voll geil! Also, so nichts mehr machen, ich drück nichts! Das ist aber ein Windstoß. Ja. Das geht ab! Was geht da denn, ey? Das sieht geil aus dem Stream! Ja, da passt es! Hier passt es nicht!
Er macht da eine Linie links, dann die nächste rechts. Das sieht ja aus wie zwei. Zwei Patricks. Ach so, das ist eine. Ja, das ist aber. Könnte mal nicht. Ja, das ist Deinter. Du musst es mal Deinter lesen. Oh Gott. Was ist das? Ja. Hey, 22. Ja. Tibbeln. Tibbeln Lannister. 1A Tibbeln. Ja, yay! Yeah, wer sieht? Kaum Tibbeln ist er mal erster. Tibbeln ist ganz wichtig. Hier ist Patrick. Patrick. No, this is Patrick. Ja, nee, ist klar. Oh, ja, gut. Ah, da wär's noch ein bisschen auf den Was? Ja! Da wär's noch ein bisschen mehr. Vor allem, am Ende ja, gut. Nur geradeaus. War gut. Ich wär geil. Am Ende die Hälfte der Strecke. Oh, yeah, yeah. Und am Ende dritter. Oh, so warm auf der Couch. Ist aber, oh ja, ich fahr mal rechts ran. Also, einmal Reifen wechseln. Ich will mich da nicht einmischen, aber vielleicht wäre es mal geil, wenn du die V-Mode gerade zum Bildschirm hältst. Nein, das ist Metal. Also so könnte ich sehr joggen, so. Das wird hinterm Kopf. So ein Lenkrad aufgebaut, so. Fährst du quer, nicht zu mir. Fährst du ein bisschen schwammig. Fährst der neue Drift-Simulator. Ist ja gut. So mein Fährst du quer, siehst du mehr. Das ist wie bei Riding Bean. Oh, ja. Oh. Hier, ich hab auch mal ein bisschen Platz hier. Ja, genau. Und dann tust du so. Ja, ist ja cool, ey. Don't lose your head. Eierkoche hier. Hatte mal ein berühmter Musiker gesagt. Couch geht doch. Ja. Geht ja auch. Yes. Jetzt brauchen wir für die YouTube auch so eine schwarze Beine. Was ist das? Ich hab so gesessen, weil ich dann sonst den Menschen immer hingelegt. Stille? Ja. Siehst du alles? Ich seh noch. Penis Patrick. Der Jimbo. Warum schreibt der Jimbo Penis Patrick? Der Jimbo auch mal was geschrieben. Ja, weil der eine, das eine Bein im Chat, das am Stream sieht halt aus wie so ein Penis. Erregierter Penis. Penis. Sogar ein erregierter ist ein ASCII-Zeichen. Also, was kannst du denn da erregiert machen? Das ist so geil. Der Rip ist dran. Rip ist dran. Hallo. Hallo. So, jetzt. Nein, hier ist Rip. Hallo, das ist andere Mucke, ne? Das ist Rip, sie. Ja. Ja, die ist so, die düdelt so vor sich hin. Denn das ist keine Melodie. Ypsikora. Ja, die nervt mich, das ist einfach ein bisschen. Das ist zwar auch irgendwie so 20 Sekunden Loop. Ja, genau, toll mit der. Wow, wow! Oh, Alter, hier! Oh! Boom! Bam, ey! Der Madcon hat viel öfter spiele ich für. Oh Mann! Das war jetzt hier Sabotage! Ja, Sabotage! Madcon, der spielt am meisten. Oh, ja. Eben 3 Stunden Ocarina of Time und jetzt nochmal 5 Stunden Rickmania und hier nur hin und wieder. Oh, wie immer. Wer ist denn so gut? Mein Freund. Ja, man muss sich einfach nur. Du musst dich sau konzentrieren mit diesem Getippel. Ja. Aber der ist gut! Der ist gut. Der war super, Madcon. Sauber. Du musst einfach gucken, wer über dir ist. Ja. Endlich mal was richtig gemacht. Blick im Wein. Fliegt schon wieder der Kicker. Ja. Ja, aufpassen, hier stehen Gläser und so. Ja, deswegen habe ich was Flatteriges genommen. Du weißt, ich fahre gleich damit vorm Gesicht. Trotzdem noch schneller. Da, vor der braunen Linkskurve, also auf dem Schotter, bin ich schon Gas gegangen und bin dann so durchgedriftet. Richtig. Das war zwar Zufall, weil ich gesehen, vom Knopf gerutscht bin. Vor der braunen Straße kommen wir. Also diese. Nein! Die Gedanken sind frei. Wer kann sie ertragen? Ja, wir sind immer so. Ja, man startet vor der einen Linkskurve so immer irgendwie. Wo welcher? Vor der letzten Linkskurve. Also wo es dann auf den Schotter geht. Ja. Fließt 180 so. Ja, die Linkskurve auf dem Schotter da. Die entscheidet alles. Die hier. Ja. Die war gut. Boah. War schön, sehr schön. Ja. Müssen wir machen. Ja, aber guck mal da. Kommt der Rippen geflogen. Ja, der grüne Rippen. Voll der Slime. Der grüne Rippen. Wartet mal bitte kurz. Ja. Der Riff sieht aus wie der Grave Digger. Grave Digger? Grave Digger, ey, geil. Ich will
Das ist ein Monsterkörper. Ja, ja, aber die Farben. War ja auch so schwarz-grün. Carolina Crusher. Carolina Crusher fand ich klasse und Bigfoot. Bigfoot war ja bekannt. Scheiße. Oh. Oh. Der Anfang war so schön! 4x4 Rallye-Wagen. Hier wurde mir durchgeglitscht. Man sieht keine Räder, aber es ist ein SUV. Das war das Madcow Subterrain Vehicle. Ja. Subterrain, sagten auch. Forza 3 Testvideo, ey. Ah, das ist ein SUV, ja, ja, das heißt glaube ich Subterrain. Unterirdisches Das ist so ein Terrain-Auto! Das heißt, oh ja, sie sitzen hier einen halben Meter unter der... Suburban, ne? Nein, Sports Utility. Sports Utility. Ja, nah dran, Madcow. Nah dran. Sie sitzen hier einen halben Meter unter der Erde. Ja, ein kräftiger, Alter. Entschuldigung. Oh, nichts mehr machen! Lego Mio, ey, scheiße! Ich hab den Ritt geputzt! Er rutscht da auf! Fuck! Nichts mehr machen! Auf der 7 gerade! Ich bin gerade den Subterrain hier gleich. Subterranean auf den Tisch gepackt! Oh, das hat Spaß gemacht, das einzubauen, das Fu sagten auch. Oh! Reicht! Was ging? Oh, für mich läuft's auf jeden Fall. Du bist jetzt ein Dritter! Aber nur einer. Einer von drei. Wenn man seine Wurst in den Raum wirft, passieren halt seltsame Dinge. Ja. Zuerst. Sind wir die gleichen, die so am Tippseln sind, ne? Mhm. Voll die Quote. Voll die Spammer. Voll die Spammer. Die Spammer. Lovely Day. Die lieben Leute können uns ja einfach mal spoilern, wie viele Zuseher denn gerade da unter dem Video stehen. Das würde mich mal interessieren. Genau, wir können das von dir nicht sehen. Ne, wir können das von dir nicht sehen. Vor allem, wie ich hier voll verkackt hab, da und dann trotzdem noch, guck mal. Ich weiß nicht, wie ich da so schnell um diese Kurve getriftet bin. Voll zur Traktion da. Ja, ich bin einfach zu arsch. 73. Ja, da vorne. 73, Alter. Geilo Milo. Ihr seid 73. Doch alle verrückt. Cool. 75. Oh, die letzte Spende von Spaß taucht nicht in der Laufleiste auf. What? Ja, dann Ich muss auch mal deine, das sind nämlich die Top 30. Nee, die Top 10 der letzten 30 Tage. Genau. Glaube ich. Dann hat der zu wenig gespendet, da muss er noch was drauflegen, der Spaß. das ist so blöd, dass sich anhört. Ja, ihr wart ja so spendabel bezüglich unseres Capture-PCs, der ja an und für sich wirklich einen guten Job hat. Oh! Ich hab einfach. Ich schneide ihn ab. Ich schneide ihn ab. Mann, wieso wird er auf einmal so gut, der Kerl, ey? Das war jetzt da nicht. Also da, das ist ein Was geht ab, ey? Eine Bestzeit nach der anderen. Yes! Das ist die entscheidende Kurve, ne? Alter. Das hier reißt. Die Matschkurve. Wenn du die nimmst, serious problems. Aber Spaß hat. Nee, hat ach, der. Okay, ihr habt recht. Ihr habt recht. Okay. Wir korrigieren das. Stopp! Entschuldigung. War doch nicht jetzt wenn einer fährt. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Setz dich wieder hin, das macht doch wahnsinnig. Dann willst du auch nicht, dass wenn du fährst, irgendwie ja, anders steht. Ja, ist sehr gut. Aber ich hab meinen Kadaver gerade erhoben. Ja, soll er sich jetzt nochmal hinsetzen? Oh, Platz! Knurru 10 Euro! Ah, Knurru 10 Euro! Wisst ihr was? Ist der gerade gutes Unternehmen? Das sind 20 Euro unterbezahlt. Hier über euch höre um 10! Race on! Ja, Mann! Du bist doch verrückt! Echt, ey! Ey, Lehrer müsste man sein, ey. Da könnte ich auch das Geld so aus dem Fenster schmeißen. Bei in der Library und noch 30 Euro auf den Tisch legen. Hier, Ravioli! Was soll's? Wir werden mit beiden Händen rausschmeißen und das Kleingeld mit dem Füßen. Wahrscheinlich just in dem Moment hat der Knurro mehr und Spaß fliegt wieder aus der Liste. Nein. You can get it if you really want. That is right. Yes. Das
Das war mein Versäumnis. I'm sorry for that. Das ist genau noch dieselbe Strecke wie auf der MBC. Nein! Nicht ganz. Nein, das ist eine andere. Das sind wir durch den Tunnel gefahren. Das ist das gleiche, aber es gab einen Tunnel. Ein Tunnel. Stimmt, und eine Rechtskurve. Ja, so links, links, oben, rechts. Genau. Highspeed durch den Tunnel und dann. Und dann warst du hubbelig vor dem geraden Stück und dann ist man immer getängelt links, rechts. Die war noch ein bisschen mehr Amok wie diese hier. Fu Manchu. Dim, dim, dim. Ganz danke für den Hinweis mit den Namen und jetzt sind die tatsächlich mal aktuell. Ich hatte das Plugin heute noch gar nicht laufen. Naja, irgendwas geht einem immer durch. Ja. Wir sind ja froh, dass das Ganze dann doch so in etwa funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, Cracky! Krass, ne? Nicht, oder? Nee, wer ist nicht. Jetzt soll der Eng da vorne. Ja, das geht ganz gerne ratzfatz. Aber noch einmal kann ich noch fahren, weil es einmal kalt war. Oder? Ratzfatz spitzt sich das zu. Spend, ich überweise jetzt mal einfach 10 Monate lang nicht die 10 Euro und dann spende ich 100 Euro. Ja. Dann bin ich Erster. Dann bist du ein neuer Nudelkönig. Dann haben wir jetzt zwar Verlust gemacht, aber okay. Scheiß PayPal-Gebühr. Der Knurre ist auch ein verrückter Hund. Ja. Das ist übrigens nett, dass ihr spendet, aber das nächste Mal ein bisschen mehr. Ihr wisst ja mit dem PayPal-Gebühr und so. Also wenn wir die abziehen, dann wird das nicht nur noch voll fucking dreist. Ja, der Bildschirm ist so langweilig, der stellt die ganze Zeit nur so ein grünes Bild da. 200 Kilogramm Kabel gekauft. Das lieb ich immer so an Shops, ne? Ey, ja, PayPal, direkt bezahlen und direkt schicken wir es los. Gebühr 4,99 oder so. Ja. Jetzt nur hallo. Geht's noch? Die Autos sind gar nicht nervend. Nee. Das stimmt, du musst dich aber nur auf deins konzentrieren. Ja. Oder schneller fahren. Ja, ja, genau. Ja. Oder schneller. Oder einfach mal schneller fahren. Ja, fahr doch schneller als die ja, Ghosts. Ja, echt, ey. Du musst schneller als die Ghosts fahren, dann stören die dich auch nicht. Guck. Der Knurro sagt, er gibt halt gerne Geld für gute Sachen aus und das ist eine gute Sache. Mann! Die nächste Spitze fehlt. Die nächste Spende bringt der Knurro persönlich dabei, dann wird auch nichts abgezogen. Von PayPal. Ja. Der hat, beim Bersi, der hat doch beim Bersi beim hinteren Koffer stehen lassen. Hey. Wie? Echt? Koffer. Ein Geldkoffer. Oh, Witz, komm mal raus, du bist am Tingeln. Ist der Grave-Digger wieder dran. Ja, von da der Geschwätz nur Scheiße zusammen. Warum ist der Helm nicht hier? Ja, der haut das alles auf den Kopf. Hopp. War nicht so schlecht, ne? Naja, also das letzte Stück. Eigentlich nicht, aber. Eigentlich nicht, aber hat nicht gereicht. Der Anfang war schlecht. Minus 25. Voll die Pornomusik. Ja, aber die Motorgeräusche auf, ne? Tja, Julian, das hätte ich vielleicht nicht. Ach, damn! Hat doch mal dein Maul jetzt! Ich soll auf den Chat eingehen. Man muss ja immer einen Schuldigen finden. Lacht. Ja, der Iruka, der managt das ein bisschen, ne? Oh, damn. Der Nascha ist da. Der Nascha? Der Iruka ist kein... Den haben wir keine Mod-Rechte gegeben. Achso, okay. Der Iruka ist kein Mod. Nascha darf. Nascha darf, ja. Voll der indische, saudi-arabische Name, ne? Nascha darf. Nascha darf. Ja, der Iruka hatte vorher nach dem Test gefragt, aber ich kapier das da schon. Ach, das wow. Ist scheiße. Staub. Wieso? Staub. War doch ganz gut. Da war doch was drin. Hätte sie noch ins Ziel kugeln können. Ich geblitzt, genau. Ach komm. Naja, Knurro. Leicht angedacht. Knurro, der Knurro-Schreiber, der Hindert den Knurro nachmacht. So von wegen, bis kurz vorher offen lassen, ob man kommt und dann nicht kommt. Na, er schreibt wenigstens, dass er nicht kommt. Genau. Bei ihm kann man es auch verstehen. Ganz gut. Muss ja im Internet sein. Hat er gerade während seines Umzugs sein Hab und Gut gespendet. Ja, der findet wahrscheinlich noch unter dem Schränken oder irgendwas. Oh, hier, Pandora's Tower. Habe ich noch nie drin gehabt. Ist da Geld drin? Oh ja.
Ich glaube, der Umzug beim Knuro, das ist bestimmt. Er macht dann echt so seinen Schrank auf. Oh geil, noch verpackt. Oh geil, noch verpackt. Oh geil, noch verpackt. Oh geil, noch verpackt. 1500 Mal. Ich fahre immer mit der Seite an diese. Oh. Nur ein Stündchen gespielt. Ja, das reicht ja nicht mehr. Ich komme immer seitlich an die Wand, ja. Obwohl es da schon gerade ist. Gerade war es dann noch. Ja, die Kurve gut, aber dann bei einem geraden Stück immer angedatscht. Keine Mensch. And that's enough! Enough is enough. Enough! Mensch! Geil, wenn ich so sitze, bin ich ja gar nicht im Bild. Das sehe ich jetzt erst. Wie ist denn da diese sechste Stimme? Die vierte Stimme nervt. Ja, das ist was. Boah. Oh, oh, oh. Hat das klar. Herr Müller-Wiesenscheid, das der ist... Der Knuro sagt, das ist nicht so weit von der Realität entfernt, was ich gerade erzähle. Ja, Matt ist voll auf Klo. Nein, der Knuro war jetzt bei euch, beim Himmerk und beim Mettes. Ich glaube, das ist echt voll die Pornomusik, ey. Na, ob das so klug war? Wir nehmen ja keiner von uns auf der Gamescom. Und das ist auch gut so. Na? Ich glaube, Jonas, der Gamescom 2015. Ich glaube, wir müssen später noch ein Video releasen müssen. Hast du kaputt oder was? 2014. Gas? Nein! Ja. Der ist nicht in die Puschen gekommen gerade. Da bist du am Anfang über die Erde gefahren. Ja, habe ich Dreck im Auspuff gehabt oder kein was? Kein Profil mehr. Dreck im Auspuff. Dreck im Bronze ist sicher, komm jetzt hier. Dreck im Puff. Den zweiten habe ich vielleicht. Noch nicht. Doch, habe ich. Na, das wird nichts mehr, den krieg ich nicht mehr zu Ende. Eine Arroganz. Ich glaube, ich kann sie bis hier riechen. Das Auto hört sich halt manchmal so kriminell an. Wenn der Mettes mich kriegt, dann hat der Mettes gewonnen. Das ist das Problem. Ja. Bei diesem Big Brain Academy, der hat Mettes am liebsten irgendwas in die Fresse gehauen. Ravioli auf die Füße voran ins Gesicht. Ja, da hört er gar nicht zu. Was denn? Bei der Big Brain Academy, der hätte ich dir am liebsten irgendwas in die Fresse gehauen. Was war denn da? Ende! Achso! Ich hab den oben gezockt, aber das muss ja erst noch geschnitten werden. Achso! Was? Wacken! Mann, warum ist denn diese. Was ist denn diesen Weg? So, weil das Karma sich jetzt rächt. Mhm. Karma. Karma. John Carmack. Ach ja, Zweiter, so schlecht ist mein Karma jetzt auch nicht. Der Weg nur flacht über dein Weltbild. Da gibt's. Dein einfaches Weltbild. Ich habe immer das Bild gesucht von Einstein und diesem anderen Physiker, wo die dann sagen, sie lachen über dein. Ja. Über deine Art zu leben. Oder sowas ist der Einstein Schmerz. Lacht über dein einfaches Weltbild. Oh. Ah. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Penner, Penner. Du willst eigentlich mal hergehen und eine Wiimote umbauen. Fußpedal für zwei und Bongos für die. Zum Tippeln. Ja. Und so schaffen wir es, dass keiner mehr einen besuchen kann. Willst du mit meinem neuen Controller spielen? Ach nee, oder? Alter. Gott, ey, hallo! Ich wär durchgefahren, ohne Scheiß, ich wär durchgefahren. Ich bin nicht so gut gelandet. Ich hab auch jetzt gar nicht gecheckt, dass ich keine Zeit mehr habe. Ich kann nicht verstehen. Reflex. Eins geht noch, oder? Ja. Nächste Strecke. Wir stehen als nächstes auf dem Programmplan. Yay, Auto, cool! Ist doch super. Wir stehen als nächstes auf dem Programmplan. Wieder du hast doch gewonnen. Ja, aber ich kann sagen, du bist ja jetzt schon los. Ja. Was, ja, genau. Vergessen. Och, das ist aber eine schöne Musik. Oh, das die ist kennen wir. Diese, oder? Doch. Zweimal Leute. Wer kennt die? Du kennst die? Das ist anders, das hier ist anders. Das ist Thomas. Doch, nee, die haben wir schon mal gefahren. Die haben wir schon, ja, das ist die. Wo haben wir die denn gefahren? Also das war nicht RBZ. Ach, das ist wieder so eine Strecke, wo du so echt mit dem
mit den rechten Rädern schon im Abgrund bist. Ja, allein wie der Start. Das ist doch. Ja, da kannst du wahrscheinlich wieder so viel raushauen, wenn du nicht mit Vollgas darunter bretterst und dann ein bisschen mehr von dieser Rampe. Wow! Hey, 89! Erst links rein, dann rechts rein, ja. Ah, ja. Super. Super. Na egal, erstmal zu Ende fahren. 3 Sekunden, ey. Scheiße. Fahr doch zu Hause, du alte Scheiße. Wahrscheinlich, wenn du durch diese erste Röhre links, rechts einfach komplett langsam durchfährst, bist du am allerschnellsten. Einfach so ganz. Oder so, ja. Aber oder so. Ja, der Cracky war nochmal schneller. Was steht da in der Hand? Ein iPhone. Wow! Wir fahren mal ein bisschen über das Dach der Welt. Nein, ich hab ja auf dem Foto gekommen. Immer noch besser als ich. Jetzt hab ich's erst gecheckt, was ich da in der Hand habe. Oh Mann, ey. Stunt-Pokal für dich, ey. Nettes. Ja! Er fliegt da irgendwo über die Haustische und ist noch 2 Sekunden schneller als ich. Wo soll das hinführen? Wollen Schneereifen mal testen. Wo soll das hinführen? Ah! Ja, guck mal. Baum. So nimmt man die erste Kurve. Der Chloroculus lädt seine ganze Steam-Bibliothek runter. 3 Mal. Darum ist er noch wach. Er ist Chuck Norris. Diese Spieler hat über 2000 oder wie viel hat er? Ich weiß gar nicht. Nee, 1300. Ja. 4-stellig reicht ja schon, oder? Das ist unfassbar. Ja, das ist wie Chuck Norris hat bis zur Unendlichkeit gezählt. 2 Mal. Chuck Norris count to infinity. Twice. Chuck Norris can hear silence. Der fliegt ja ins Ziel. Das ist schon ein bisschen. Seine Mettes hat eine Zeit hingelegt. Das ist mal sehr, sehr fertig. Eine Mettes-Zeit. Ja. Mettes-Zeit? Ja. Wir machen jetzt Dopingkontrollen wie auf der Uhrfahrer, ey. Der Mettes. Der Knurro. Jetzt habe ich erst gecheckt, was ich da in der Hand habe. Sätze, die aus dem Zusammenhang gerissen irgendwie komisch klingen. Ah, da kommt ja Wasser raus! Gelbes Wasser! Ab in the forest! Ah, nimm den Arm weg! Forest, Black Forest! Forest. Das Black Wasser forest. Aus dem Schwarzwald! Ja. Wow! War gar nicht so schlecht! Also, Bersi, da muss ich auch echt sagen, das war gar nicht mal so gut! Ja, ich weiß! I don't care! Da guckt der. Das Stunt Daniel, ey. Schau mal, wie das jetzt halt für Hammer. Da gibt's doch diese geilen Compilations auch im Netz, wo die dann wirklich so solche Nose Grinds und so Kram machen und so, die dann echt zu fahren. Ich brauch das beim ersten Mal. Ja, dann schneiden die das als Video zusammen. Ja, du bist mit 1000 Autos gleichzeitig. Du kannst ja auch so lustig mehrere Replays irgendwie dann machen. Guck mal, wie das nichts bringt, an der Wand der Kanzler. Nee, nothing. In, just screaming. In der PC-Version. Yeah, wir haben einen neuen Follower. Der Dani 0110. Ich flieg da. Ja, weil du so langsam bist. Ja. Der Danny. Normalerweise geht es nicht, aber der Lautsprecher ist aus. So, und das macht ihr jetzt bitte jeden Samstag. Klar. Metcow? Wenn du jeden Samstag 30 Euro latzt, machen wir das! Der hat einen Schiebeschalter hinten am Arsch. Der schwarze da. Genau, der hat so einen Schiebeschalter hinten. Schiebeschalter hinten am Arsch. Guck mal. Bin ich nicht so gut. Guck mal, wie die fliegen! Oh! Boah. Magic M, ey, der hat da. Schiebeschalter. Genau. So, komm jetzt hier mal performen. Kommst du noch beim. Ah, du musst noch, glaube ich. Personen. Dirip. Ja. Und der Sprit ist dann kannst halb bei gedeckt. Bei dem Windows PC hier bei dem Madcow, bei dem 4:3 Bild.
Das nächste Mal, wir können das nicht, wir könnten das nochmal in Angriff nehmen. Kannst du da nochmal auf den Lautsprecher rechtsklicken und dann Wiedergabegeräte gucken, dass der laut Sound über den Recon ausgibt? Recon. Also der rechte PC ist einer der beiden Mäuse, musst du gucken, welche Maus. Jetzt. Ja, jetzt. So, rechtsklick unten auf den Lautsprecher, Wiedergabegeräte. Really dass er den über die Recon ausgibt. Try and try. Mach da, ja? Try and okay, dann gucken wir mal auf der Lautstärke. Einmal rechtsklick auf den Lautsprecher. Alter! Ist das jetzt auf den Lautsprecher unten rechts? Ja. Ich hab die Schnauze voll von der Map! Nicht. Egal! Ich wollte euch noch zeigen, dass da noch ein bisschen Luft ist. Ja, das ist die Kraft zahlbar. Nee, ich war so geflasht von den ersten zwei Kurven. Was war das? Okay, ein bisschen leiser, und dann ist gut. Dreimal das gleiche. Nochmal ein bisschen leiser. Guck mal, wie ich da durch bin. Das ist jetzt 5 Minuten lauter. Das ist ein Ds. Dankeschön. Ja, dann hören wir den Mega Man, falls er abgeht. Yeah, baby! Nice! Good job! Ich bin der Fitter. Es wird nur nicht lange anhalten, das ist das Problem. Kind of birthday. Sind sie alle wieder Headphone-Users? Randale! Bambule! Kind of birthday! Wie dir einfach die komplette Strecke über Speed fehlt, weil du ja am Anfang kurz vom Gas gegangen bist. Na, mach das nicht. What a crazy thing. Das hört sich an wie die Lottozahlenziehung. Die Musik auch. Die Musik ist auch so Lottoziehung. Superzahl. Also dieser Sprung, der ist doch random, oder? Alter, siehst du? Mal ist der geil, mal ist der scheiße. Oh. It's a mad cow. When Chuck Norris shouts, come here, here comes. Woo! Please, Julian, don't spam. Or you get kicked by Nasha. Nasha is... Julian Assange. Der Mann fürs Probe. Julian Assange. Nasha is Julian Assange. Der WikiLeaks Mann, er aus der Botschaft in July. Macht er mal eben hier den Mod. Je suis Nasha. S'il vous plaît. Je suis Julien. Je schnell bitte. Je m'appelle Philippe. Je m'appelle. Je m'appelle Philippe. Sag das deine Menschen in der Eschen. Ich hab's Gefühl, die Röhre wird von Durchgang zu Durchgang einfach schneller. Kommt doch mal. Nein! Das gibt's ja nicht hier, doch. Schöne Zeit. The Daniel. Daniel. If you spell Chuck Norris in Scrabble, you win forever. Ja, der Knobo packt jetzt die ganzen... Ja, jetzt haben wir wieder was angefangen. Was? Pack deine Kiste fertig. If you spell Chuck Norris in Scrabble, you win forever. So, ja, ich fand alle Kram, die Rahmenbezogen. Wie geht das? Ja, wie sie dann so alle so kurz und quer fliegen. Ja, also quer stehen in der Luft. Da gab's doch in Expendables auch so einen Witz, ne? wo der Chuck Norris selber den Witz macht. Wo sie gefragt wird, der Sylvester Stallone, ich hab gehört, du wurdest von einer Königsgrube gerade gebissen. Ja, ja, und nach 3 Tagen langen Schmerzen ist die Schlange dann gestorben. Oh Mann. Mit sowas verdienen die Geld. Ja. Ja, diese Rampe ist echt so wie so ein Turmspringer. Also die setzen so an und dann machen die Autos. Ja. Nur weil ich euch gelehrt habe, wie man durch diese Röhre kommt. Ah. Das haben wir alle schon im Blut. Wuhu! Ja, das war zu früh, man sollte... Also, paar Loopings. Also Julian, letzte Warnung. Entweder du hörst jetzt damit auf oder der Nascha band dich, dann hast du Pech gehabt. Dankeschön. Was macht er denn? Ach, der spammt da rum. When Alexander Bell invented the telephone, he had 3 missed calls from Chuck Norris. Ha 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 ha!
Was? Chuck Norris? Was? 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 Mann, ey! Wer ist denn der Chuck Norris? US. Unsere dritte Hand. Tja, das war wohl nichts. Schwere. Guck doch mal, ich meine es schwerer. Ah, du schaffst es doch! Oh! 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 Ey, der wird erst und vorher noch. Ah, ich glaube, der Mattis ist dran, oder? Ja. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Ja, weil der. Ja, so drehen, gell? Du willst, dass der abgehen, aber das ist so die Extension von dieser Ram. Ram! Die ist nicht so geil. Die ist so. Die ist nicht so slick. Ja, du. Die geht mehr als 45 Grad. Guck mal, du bist in die Luft. Ey, wie der fliegt. Gibt's doch nicht, ey. Du kommst hinten. Du kommst. Der Mattis landet ja schon wieder in der Schrägen. Ich glaube, er nimmt davon. Er und, ich glaub, schon, und wir landen so. Ich glaube, der ist der Trick, da vom Gas abzugehen, ein bisschen, dass du nicht so viel fliegst. Dass du wieder schneller runterkommst und wieder so flach. Flacher drüber, oder was? Was? Du fährst voll lang, oder? Ja, musst du. Echt? Musst du? Ja. Muss man gerade hochkommen, wie früh möglich. Einmal bremsen. Der driftet ja nicht, der Wagen. Nee, der driftet gar nicht. Der kann überhaupt nicht driften. Nee, der ist undriftbar. Du bist undriftbar! Du bist so undriftbar! Selbst auf Öl! Oh yeah, undriftbar! Das ist einfach. Alles gut. Das ist einfach Leo-Steine durch die Gegend schieben. Achtung! Guck doch mal. Manche fliegen viel höher. Nein, das kommt doch auf den Speed. Das Speed vorher, wenn du vorher viel Karte stellst, ist immer Endgeschwindigkeit. Hast du nie Blues Brothers gesehen? Ah. Wo die über Brücke springen. In der Bullenkarre. In der Bullenkarre. Du magst den Wagen nicht? Du hast mich. Nein, ich mag den Zigarettenmann. Der Zigarettenmann-Zimmer ist kaputt. Nein, ich mag den Wagen. In dem Vita gibt es auch das eine Schneelevel. Es gibt von Blues Brothers keinen Vita. Den Startpunkt drückt, das runterfahren musst, ne? Ja, stimmt. Ah! Oh, hier unser Stuntman wieder. Jetzt links das Ziel. Genau. Einfach mal, ne? Bis zur Unendlichkeit. Chuck Norris once urinated in a truck's gas tank. This truck is now known as Optimus Prime. Meine Güte, ey, pack lieber noch ein paar Spiele ein. Oh, wird das knapp. Was sind Bärse geschlabbert? Boah, wird das knapp. Bärsige Schlappe. Ich kann mit diesem Transformers-Zeugs nichts anfangen. Nicht? Den neuen? Nee, super, gar nicht. Egal. Mit damals Bärsig. Schon nicht. Nee, damals nicht. War das ein Burner. Was denn? Mann. Die neuen Filme. Transformers? Hab ich nur den ersten gesehen. Ja. Meine Frau steht da so drauf, aber auch nur weil da halt so Autos sind. Und die steht ja auf alles, was mit Autos sind. Deswegen mache ich das vielleicht wahrscheinlich auch. Was ist ein Problem? Komm schon, hier jetzt. Ich bin dumm wie Brot. Dumm wie Brot. Just do it! Ja, ich bin dumm wie Brot. Dumm wie Brot. 1, 2, 3, 3, 2, 1. So, followen Sie jetzt. Der Donate-Button ist da unten. Dumm wie Brot. Wir sagen es immer wieder. Du wirst dich beleidigen. Gib's doch nicht hier, sag mal. Weil dir macht das halt mit den Running Jokes so Spaß. Warum fliege ich da immer aus der Kurve? Ich bin. Ja, ich bin zu weit links. Ja, ja, ja. Aber das bringt jetzt nichts mehr. Ich glaube, das reicht. Kann die Erleuchtung. Oh! Das war's. Ja, aber die Zeit reicht nicht. Kann aber schon. Meint ihr, wenn ich Zeit habe, oder so? Das ist nicht der erste. Time's up. Ich nochmal. Time's up. Time is running out! Tschüss! Hau rein quasi! Quasi, vielen Dank fürs Einschalten. Angenehme Nachtruhe. Was ist Nachtruhe? Nacht und dann Ruhe. Ruhe sanft. Ruhe sanft. Und so als Nachtmusik laufen lassen. Warum mache ich eine Dose und Zettel oder nicht? Hä? Noch als Finale. Was? Dose und Zettel zum Haus losen? Ach so. Ja.
Ich hab gekleckert. Das wäre eigentlich als Finale grandios, oder? Ja. Nein, Leute, es tut uns leid, uns durchgezockt, Matt, das sind meine Wenigkeit, aber wenn wir jetzt uns zu zweit da hinsetzen und der Rest hier abgammelt, dann kommen wir hier runter und haben wir Schlafsaal. Drum wäre es eigentlich wahrscheinlich am ehesten gelegen, wenn wir dann gleich nochmal was Gemeinsames starten. Ach, schau mal auf den. Vorbereitet ist es würde funktionieren. Also ich habe Preset schon gebaut. Und vor dem Dersen. Also irgendwas musste ja auf der Strecke bleiben, ne? Ja. Aber daraus lernt man. Ja. Nächstes Mal einfach. Der Puffer, was weiß ich, verdammt. Wenn das ein Sprühbuch läuft, kannst du ja ein bisschen länger machen. Ja. Ich bin jetzt Rams of the Haunting durch. Rams of the Haunting. Kissenschlag. Kissenschlag. Alle im Pyjama. Ich hab meinen Hello Kitty Schlafanzug. Ich mit meinem Bett war Deutschland da. Guck mal. Reicht nicht. Doch. Reicht aber ganz gut. Die Röhre war gut. Auf jeden Fall das Samstag wieder. Ja, der Geist war dann total nervig bei diesen letzten Gruppen. Weil einfach schnell in der Kamera hing. War gerade echt Käse, aber die Röhre war richtig gut. Röhre. Ja, wir gehen. Das ist nicht normal. Mein Truck ist schwerer. Ja, Dumbi-Brot, das ist eine geile Idee. Jetzt nächstes Mal eine Live-Tupper-Party. Ja. Guck mal hier, der Suppenlöffel. Ich glaube, das reicht gar nicht mehr für einen. Da sind sogar Löcher drin. Boah, nee. Da habe ich nie so viel auf dem Löffel drauf. Eben sich die Lösung Grip! Die Zeit ist um. Rip! Wir sind dran jetzt. Oh, danke fürs Kamera umstellen! Mann, hast du noch viel Zeit? Denn Mattes hat noch voll viel Zeit. Mattes hat immer voll viel Zeit. Ich mach ja auch nicht was. Jetzt werden wir gefragt. Wenn ihr links nicht lacht und im Pyjama macht, bleibe ich wach und spende direkt nochmal 20 Euro. I dare you. Wir haben hier nur die Klammatur von Ottmar Zittlau. Ich habe aber nur Luftmatratze dabei. Das ist mein Kissen. Das ist mein Kissen. Krim kommt mit einer Luftmatratze zur Kissenschlacht. Danke, ey. Ich habe Kirschkernkissen mit. Der Orangene da. Hui! War irgendwo auf Track geblieben. Das ist voll im Abgang. Ja, guck, die blauen sind schwerer. Ist so. Das ist der Metallic-Lack. Genau. Ist so. Blau ist schwer. Blau ist eine viel schwerere Farbe. Jetzt muss es sitzen. Der Spirit Reader, wenn wir einmal zocken, dann läuft's auch. Jetzt ist ja auch keiner bei der Regie, dann läuft das ja. Oh Mann. Haben die Leute wieder alle Oculus Rift auf der Gamescom ausprobiert? Wieder 300 Leute mit Bindehautentzündung. So ekelhaft. Ja, fahr gleich runter, komm. Ach, ich muss die mit Sacrotan desinfizieren. Das wusste ich nicht. Mattes, it's your turn. Hintergrundmusik ist so schön fahrstuhlig. Fahrstuhl. Herr Doktor, ich hab Fahrstuhl. Er hat eine Chance. Woo! Kleines Dankeschön für 8 Jahre Unterhaltung. Weiter spenden, das irritiert den Mattes. Genau. Weiter spenden. Wir danken dir. Ja, vielen Dank.
schafft der Taxi Kohle da und denkt sich auch noch, was ist hier los, ey, Tageslicht hier in der Wohnzimmer. Mad Cow, du warst nicht dabei, als der Streamer-PC entstand. Ja, nämlich bei der Hitze haben sie immer die Tür auf. Du hörst da die Leute babbeln. Ich muss ja schneller schon sein als der Cracky. Oh mein Gott! Ja. Wie seid ihr eigentlich auf den Namen Ravioli gekommen? Das war so, ne? Also, damals im Ferienlager. Das war so, im Stadtschreiber in Siegburg. Stimmt, ja. War aber Troisdorf. Ja, Troisdorf, ist fast das gleiche. Nein, die haben unterschiedliche Postleitzahlen. Ja, hast du recht. Ah! Da saß mir da so. Haben uns das ausgemalt, was wäre, wenn. Das Internet ist ja gerade so hip. Da haben wir gerade mal unsere ersten DSL-Anschlüsse bekommen. Zumindest ich hatte DSL zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Mattes war noch mit UMTS unterwegs. UMTS? UMTS gab's ja. Natürlich gab's da schon UMTS. Klar. Na klar, im Kran. Der hatte, Handy, der hatte mit UMTS. Nein, der PCMCIA-Karte. PCMCIA-Karte. PCI. Da musstest du noch so mit dem PC. Selbst gebastelte Antenne und so. Die hatten sau spät DSL, weil die bei uns in den späten 90ern Glasfaser gelegt haben. So, und ich hatte eine 1000er Leitung. Und der Mattes hatte besseren Upload mit UMTS. Ja, und dann war halt irgendwie so. Hatte ich die Kamera da schon gekauft? Nee, ne? Fuck man. Was? Die Kamera hatte ich da noch nicht gekauft. Als wir das Hirngespinst. Wir waren halt so von der Wii gehypt und irgendwie wollten wir das halt in die Welt hinaus transportieren. Boah. Ja, bammel noch weiter, denn dann war, das war, das war, da war unsere Idee, nennen wir uns Reviews. Das war irgendwie so, von wegen so von Review. Das war aber schon vergeben. In Kombination mit der Wii halt, ne? So von wegen, ah, wir testen Wii-Spiele. Das war eigentlich unsere Absicht, den Leuten zu zeigen, wie viel Spaß man mit der Wii haben kann, weil das alles immer so als Kinderkonsole verschrien war und so. Und dann wollten wir halt dann da im Prinzip Testvideos zu Wii-Spielen machen. Das war eigentlich so unser ernster Gedanke hinter diesem ganzen Projekt, dass da jetzt so eine blöde Leid raus geworden ist. Okay, ist wahrscheinlich besser. Naja, aber dann haben wir dann geguckt und dann gab es dort schon eine amerikanische Seite, die Reviews hieß. Wie wir dann auf Ravioli gekommen sind. Wie sind wir auf Ravioli gekommen? Du bist der Erste. Weißt du, das war meine Idee, weil ich das einfach ausgesprochen habe. Ich habe da nicht nachgedacht. Die Seite irgendwie Ravioli oder so? Man fand es auch so lustig, dass wir dabei geblieben. Ja, vor allem habe ich dann beim ersten Video bei dem Smash Football Battlezone habe ich dann gesagt, hey, hallo, jetzt willkommen bei Ravioli. Da hat man noch keine Website, noch kein gar Ravioli.de, ja, GameG. Warum haben wir nur noch 100 Viewer? Ja, wir hatten mal 250 oder was das war. Im Livestream haben wir schon über 300. Über 300, ja. Aber, ja, weil Let's Play. Let's weil Play. Jeder Hans. Weil jeder, ja, es gibt mehr Leute, die jetzt Videos machen, mehr Leute, die streamen. Moment mal, einen machen wir noch. Ja. So wird jetzt noch mal einer gemacht. Die haben wir auch schon mal gemacht oder so eine ähnliche. Wir haben noch keine Zettelbox gemacht. Ja. Mach ich dann jetzt? Keine Zettelbox. Ja, dann machen wir eine Zettelbox. Ja, viel Zettelbox. Spaß, wir machen schon Logging. Oh. Ja, jetzt habe ich auch viel mehr Platz. Jetzt kommt der andere. Nein, 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 nein. Wow, der grüne Blitz, ey. Fokus hier. Guck mal. Look ist geil. Du Scheiße, ich tippel und tippel und tippel. Everyone wanna come and take a ride with me. Everyone wanna come and take a ride with me. Gut, ist das auch geil. Gut, statt jetzt. Bring mich ganz weit weg. Also. Ich bin das nicht verstanden. Gute Nacht, iFreaks. Good night. Jetzt guck mal, Achtung. Ich muss mit dem blau-weißen Auto fahren. Ja. Das ist so geil, du denkst so, du bist doch voll in diesem Tippel-Modus und mit das Auto, das bringt einfach gar nicht beim Tippeln. Merkst du was? Hauptsache ankommen. Selbes Spiel. Der fährt aber nicht mehr, der schon. Ey, wenn der jetzt als nächster kommt, voll die Ghosts, da stehen da voll die Autos vor dem Ziel. If you wanna go and take a ride me. Ja, ist doch, oder? Ja. Das ist echt so. Oder aber, ich bin der Picknicker, kein Scheiß, Mann. Yeah! Hey! Yeah. 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 It's all for the money, oder wie war das? It's all for the money! Ja, der fährt einfach an mir vorbei, weil es ist ja... Bum, bum! Dong, dong! Hey! Hey, must be the money! Mad Cow. Cow. Ist der Money? 63, wie war's? Fieber! Las
Das war Captain Skywalker. Captain Skyhawk. It's Spirit Reader. Na, das ist eine erste Obstgarten Battle Zone. Obstgarten Battle Zone. Obstklar Battle Zone. Mit kleinen gefüllten Schwertenschnitzen. Voll, ey. American Sitcom Intro. Mit Tony Danza. Who's the boss? Who's the boss? Das war eine coole Reportage über den Tony Danza, weil der ja mittlerweile ja Lehrer ist oder so. Okay. Echt? Hm? What? Das war immer sein Traum, wohl Lehrer zu sein. Hat es dann auf seine letzten Jahre oder was hat er nochmal versucht, Lehrer zu sein? Nee, in der Richardschule. Das war dann ein bisschen schwer, die wollten den alle nicht ernst nehmen und dann musste der erstmal sagen, wer hier der Boss ist. I'm the boss, you are boah, not the Alter. Boah, Alter. Der war ja jetzt echt aufgebaut. Ja. Der sieht noch genauso aus wie früher, nur dass er graue Haare hat. Mhm. Und kurze Haare. Und sonst so. Und keine Haare. Und keine Haare. Und kurze Haare. Und kurze Haare unter den Armen. Immer Boxer. Jetzt am Ende. Andere Seite. Du musst immer voll das Ding vorne. You know, don't know how to do this. Boah, der Jimbo, ey, unser Archivar. Also, du bist ja gar nicht vorne. Wir suchen ein Video hier, ja. Da ist. Ich guck mal hier in meine Kneipe. Krallt, ey. Jimbo ist einfach eine Meta-Suchmaschine. Nee. Der ist jetzt ein Vierter. Wir sind nicht besser als du. Tut mir leid. Du darfst leider noch. Sehr leid. Wie Cracky einfach mal überhaupt nicht mehr fahren muss, ey. Ja, einmal. Einfach geplant. Ja, wir werden so, oh, ich kann jetzt mal das nächste. Gut, fahr mal eben einmal. Spiel vorbereiten. Ja. Fahr mal 3 Sekunden schneller. Messert hier nochmal über die Linie. Fährt euch davon. Scheißwand. Kann er ja sein, wirklich. Fahr ich mal. Die Uhrzeit aber. Nichts mehr machen. Ich sehe euch heute zum ersten Mal. Wir sind die beste lustige Truppe. Ja, dann hast du 8 Jahre verpasst. Ja. Der Danny, unser New Follower. Ah, New Follower, Danny. Ja, hast du auch zu tun, alles. Ja, warte. Das Boss-Team vom Spiel. Der die Mucke hier, ja. Das ist Santana. Ja, Mann. Das ist so, doch, wir haben schon. Keine Ahnung. 2002 Sommer jetzt. Wo jeder seine persönlichen Top 10 oder Top 5 von Spielmusik. Nee, vom Video und seinen Videos. Ja, 8 Jahre Videos gucken. Wieso gucken? Kennst du dich nicht mehr aus? Ist doch noch nicht die frühe Hose. Jetzt RBC ist toll. Ja, RBC. Sony haben die jetzt sowas auch? Geht auf ravioli.de. Und dann sucht ihr nach RBC. Videos anklicken, dann könnt ihr suchen RBC. Genau. RBC auf Playlists. Oder auf, ja, oder auf Playlists. Ey, das ist gut. Wie vergestern. RBC ist jetzt da heißt es schon. Und Eternal Darkness Folge 17. Wo ich mich versteckt habe? Wo ich einfach mal die Hälfte der Folge unter der Decke saß. Damit ihr euch nicht gepisst vor Lachen. Auf dem Stuhl nebenan. Jetzt können wir an Luftmangel wegknicken können und werden es gar nicht. Och, ich wollte was ausprobieren. Mit Bremsen und Driften, das ist aber nichts. Habt ihr wieder was gelernt? Wird uns das bin schon aufgenommen. Firma so kaputt und nee, Chef das. Da so ein achso, ja, diese Kurve, die letzte Kurve, da musst du einfach nur innen fahren, da fährst du fast gerade. Aus dem Kickstarter, den ich
Weil die Reifen einfach das Auto. Einfach nur 1 zu 1 kopiert, ist auch ein bisschen schlecht. Ich bin mal gespannt auf das neue Trackmania Jumbo. Ach so, wie heißt teuer. Das? Turbo. 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 Ist so teuer? 35 Euro. Gut. Das wird noch billiger. Ach nee. Das sind halt nur 3 Settings. Das ist ja, aber wenigstens kommen sie auch direkt mit 30 für das Rio Canyon. Haben sie das nicht für das alte nicht überhaupt schon mal alle Settings durch? Okay, ja. Haben sie irgendwie die ich hab grad gedacht, die hatten noch voll viel vor. Weltkopfer dreht sich rum, blablabla. Die hatten noch voll viel vor mit Shoot Mania und Quest Mania. Canyon hat echt viel kaputt gemacht. Und Schlammsturm Mania. Das ist speziell mit seinem Kackdriften. Ich hab das so gehasst, Canyon. Es kommt das Canyon eigentlich, aber. Das hat er ja nicht gepackt wie das erste. Das kennen ihn gerne gespielt, aber das war auch ein bisschen. Es hatte irgendwie keinen Solo-Part. Ja, es war auf Server. Auf Server, dann was du noch in welchen Maps, die du noch vielleicht kapiert hast. Trotzdem einfach mal durch. So, dann hole ich mal die Spielsäge hier raus. Oder? Solche müsste hier auch noch. Haben wir jetzt eigentlich genug? Wie sieht's denn mit der Anzahl der Viewer aus? Um die 60 oder sowas noch. Viewer! 55! Also. Boah! Was ist denn hier? Warwick, was geht? Boah! Zweiter! Fahrer verstorben, aber ey, Zweiter! Ja, der kann ausgelöst. Der ist vorne aus der Windschutzscheibe ins Meer geflogen. Ja, ja. So, Zweiter! Foto Finish. Was ist das Favorite Game, auf das ihr euch 2015 gefreut habt? 15? Batman Arkham Knight. Und immer noch enttäuscht. Wie war's gut? Freut oder gefreut habt, steht da oben jetzt. Ne? Zählen auch Brettspiele? Nein, ey, nein. Keiner interessiert sich für Brettspiele. Ja. Ich weiß nicht. Aber wann geht's dann eigentlich morgen weiter? Erstmal ins Bett. Ich glaube, ich war schon Elite. Sobald die einmal mindestens Monatslohn pro Person. Na okay, kein Arbeitstag. Sind wir mal nicht so. Open War Warhammer. Ja gut, aber wie ist, sagt man denn, da muss man ja schon 14, also die Definition, hat man sich dann schon 14 auf was gefreut, auf 15 oder man hat 15 nicht benannt? Steht, auf was ihr euch in 15 freut oder gefreut habt. Okay, Fallout würde ich mich bitte, das wäre so eine. Oh ja, stimmt, das war Fallout. Weil Fallout wäre, das könnte lustig werden. If you wanna come and take a ride with me. Das ist echt so. Ich bin der Picknicker, kein Scheiß mehr. Kam Monster nee, dieses Jahr? Nee, da war ich mal. Der reicht. Oder doch, neue 3DS kam noch dieses. Dieses Jahr. Jahr, ja. Früher. Monster Hunter habe ich mich sogar wieder mal gefreut. Aber am meisten? Also das habe ich schon momentan dieses Jahr am meisten gespielt. Nicht, dass du die Spiele so auf dich gefreut hast am meisten. Ja, dann okay. Ja. Lass mir jetzt meine Antwort. Ja. Dann ist das so. Diese ganze Scheiße im Bild. Ey, guck, die Ghost, dann steht in der Mitte, wie schneller du warst. Ja. Zivi Ghost. Einfach zu viel Müll. Zivi Ghost. Zivi Ghost? Zivi Ghost. Haben die einen neuen Ghostbusters-Film angekündigt? Ja, mit Weibern. Ja, echt? Ja, natürlich. Man kann sich auch mal, ich hab ich auch nicht mitgekriegt. Wer bist du? Keine Ahnung. Cracky, du bist! Du lauer, lahme Socke! Ghostbusters-Film. Mit Mädels. Wen? Mit Mädels? Ja, Frauen. Mit der Dicken da, die im Moment so lustig ist, die ich nicht lustig finde. Was? Die neue Tomb Raider, ja, das kommt aber erst 2006. Nee, doch, nein, Konsole kommt ja 2015. Wir reden noch von Ghostbusters. Nein, ich war jetzt gerade mit Knurren. Achso. Diese McCarthy oder wie die heißt. Ja. Gut, nichts, also kann ja mehr. Hä? Ja, okay. Der dritte Teil war das Ghostbusters-Spiel und das war gut. Ja, und Bill Murray und Co.
Co. Ich will fucking Mary. Was? Bin er nicht mit? Dann ist das doch der kein Ghostbusters. Ja, geschrieben. Ding, jetzt ja, ist doch schon tot. Ich weiß, ja und? Ja, sollen sie den wiederbeleben? CGI! CGI. CGI und packen sie in so ein Strichmännchen. Ja, das war doch eh der, das war doch eh der Wissenschaftstyp. Dann ist der halt in dem Film halt in so einem. Hier. Ja. Wie im Futurama in so einem Ding drin. So ein Kopf. Lang doch. Er kommt als Geist wieder. Kommt der Crack ja, oder als Geist! Ja! Ich meine, ist das ein CGI. Film über Geister? Cracky! Ja, der ist beschäftigt. Der macht Zettel. Kauft jemand Drucker? Jetzt die Frage, wollen wir Cracky weiterfahren oder? Oh, hallo, meine... ich bin jetzt hier. Hallo, ich bin jetzt hier. Dann lass doch einfach der Ritter wohnt jetzt hier. Jetzt einfach. Ja, dann lass die Zeit ablaufen. Voller. Oh. Ah ja, hallo, du bist jetzt hier beim Üben. Mach Rückwärtsgang rein. Du bist jetzt hier 2 Minuten am Üben. Ja, echt, ey. Dann nicht, fahr doch nicht. Falls einmal, so wie es der Cracky gewollt hätte. Ja. Die Zeit nehmen wir. So, guck, das wäre jetzt so eine. Bestrunde. Typische Zeit, die der Cracky gefahren wäre. Naja. Aufgeben. Ja, das wird geben dann alle auf. Ja, dann geben alle auf. Ja, was ist ja, wo ist dann der Unterschied zwischen Spenden und Aufgeben? Beenden, fertig, so, Konsole runter. Beenden, fertig, genau, GDB aus. Bist du sicher? Ja. Ja, Crack hat aufgegeben. Magic M, wer fährt der? Achso, jetzt fährt die Kamera für immer weg und. Hey. Magic M ist dran. Ja, geil, dass es geht. Weißt du jetzt, was ich jetzt sagen muss? Battlefront! Ach ja, Battlefront gab's ja auch noch. Hm? Ah! Ich geb dich auf. Nein! Ja, Battlefront, ja, weiß ich nicht. Ja, gerne. Ja, gerne. Mir steht eigentlich gar nicht zu, irgendjemand irgendwas mal nicht zu reden. Das ist mir aus dem Kopf schlagen. Richtig. Nein! Da darfst du schon alles freuen. War noch ein paar von deinen Zinnsoldaten. Zinnsoldaten? Ja, oder? Ja, oh, Mann. Ist ja okay. Im Grunde, ja, früher war es Zinnsoldaten und die haben damit gespielt und jetzt sind es. Leute, sind es Guardians of the Galaxy! Wie hat man Zinn? Ich hab sich aber entwickelt. Zinnsoldat. Ein Zinnsoldat wurde jetzt ein Guardian of the Galaxy. Ein Galaxy Defender. Ein Galaxy Defender. Oh. Wir wollen ja akkurat sein. Ja, ja. Galaxy Defender. No guts, no glory. Du warst immer still, ne? Du hast auch hier die Star Wars ja. Staffel am Ende der Kurve. Ja. Wollten wir auch mal durch? Wollten wir auch mal spielen. Ja, wenn ich jetzt bei dir bin, machen wir das doch. Ja, du bist da was am Maler. Können wir gerne machen. Also, kommt meine geile Filzmatte und die Asteroiden und alles zum Einsatz und geht's ab und filmen das. Der Mad Cow hat Filzmatten. Wo hast du die denn zugezogen? Ja, war schon meins. Lange Geschichte. Alles die Straße schwarz. Ach man, ich will doch nix. Ist Cracky jetzt eigentlich oben? Ja, aber im Tor war er nicht. Das wäre die Runde gewesen. Ich glaube, das Battlefront ist dann im Endeffekt dann auch wie so ein Battlefield-Mod. Battlefield-Mod, glaub ich. Ich geh da mal nach ihm. Guck. Aber eine hübsche Grafik. Kannst du mir mal hochhelfen hier? Schieb ihm auch. Dankeschön. Ich fahre jetzt in den Sonnenuntergang. Wo hab ich mir den Arsch verbrannt? Mann, das weiß ich nicht. Hätte Mentes so eine typische Mentes-Zeit? Alter, noch ein bisschen, mach da erstmal kurz vor Schluss. Naja. Das schaffe ich nicht. Nur ein bisschen singen kann. Das ist super. That's it! Die war gut, die Kurve. Die war gut. Die war gut. Wobei, das war die gleiche wie in den anderen Bahnen auch. Da, die war gut. Oh, jetzt Matt ist die erste. Ja, die war so gut, war die. Ich könnte jetzt mal mein Thron warm halten. Einmal. Oh, zu viel, ne? Reicht nicht. Das war der Bersi, ich dachte, das reicht. Aber die Strecke macht Bock. Ist nicht so eine Fuddler, weißt du, so Highspeed-Strecke, weißt du, nicht so ein Gefuddel. Scheiß Gefuddel, oh, ich liebe Jazz, scheiß Gefuddel. Ach man, das wär's gewesen.
irgendwie zu faul gewesen, da ein bisschen nach rechts zu fahren. Oh, je t'aime! Was? Was? Und was für ein Mad-Kombus? Boom! Element-Kombus. Das ist ein 16er Zeit, ist da drin. Yeah! Lobo! Ja. Guck mal! Charge 800. Die zweite Kurve war eben, die war. Tschö. Genau deswegen bin ich richtig. Das ist ja auch mitgebracht, ne? Ja, ist in der Kiste bei mir. Ach! Ja, der Toast ist fertig. Das hört sich da wieder an. Guck mal, der Ripp wieder die Kurve nimmt. Und dann ist der weg. Weg ist der Ripp. Was? Ich hab dich auch dritter. Ne? Ja. Mein erster ist wieder so. Ich mach das Spiel so Spaß. Dann liegt man nur hier so. Ja, lass doch erstmal kommen, Diana. Lass ihn kommen. Ja. Guck mal. Achtung jetzt. Guck mal jetzt. Achtung. Jetzt. Und gerade und voll. Oh, ja, die war gut. Gerade und voll. Gerade und Feuer. Feuer. Ja, das. Kurz keine Traktion und dann wieder gerade und Feuer. Feuer, kennt ihr noch Feuer? Drückt doch Feuer! Press the boost button! Ja. Ja. Ich weiß nur, dass sie das in der Schule gespielt haben. Ich kenne die Regeln nicht mehr. Auf jeden Fall haben sie am Ende irgendeinem immer am Ende voll auf die Hand geschlagen. Ja, lass mal Feuer spielen! Keine Ahnung, was das für Regeln waren. Aber ja. Ich hatte immer so eine Hand! Hä? Ne? Bei C64 hieß das doch Feuer. Ja. Bist du weg? Oh Mann, ey. Jetzt ist vor. Du musst das jetzt noch zu Ende machen. Einmal gucken, wie wir es machen. Das ist jetzt High End. Da ist. Wir wollen die 16 sehen. Aber bitte, wir können auch 2-3. Wir können auch 2-3. Live in jedem Raum. Auf 18 Kameras. Thump in the Bush. Geile Karre, ey. Wow. Voll der Busch. Hä? Hast du das auch gemacht? Ich dachte schon, du wolltest. Magic Game hat sich nur Zeit gelassen am Anfang. Ja. Jetzt muss ich den Ripp noch putzen. Hier habe ich ihn gespielt. Ich habe Zeit noch. Hey, if you wanna come and take a ride with me. Fuck, ey, der Ripp ist da echt. Da gerade irgendwas Krasses aus. Der Ripp ist da echt krass durchgestartet am Ende. Ja, ne, der Ripp, zack, zum Ding hingelegt. Was? Hallo! Voll dran geblieben, ey. Überall ist es kalt, nur hier nicht. Fuck! Boah, der Riff hat so ein Brett hingelegt! Alter Schwede! Die Kurve war gut, ne? Schwede! Schwede! Mein Schwager! Schön ausgeholt gerade rein. Fuck. Könnte ich mir stundenlang angucken. Gas, Junge. Leider nur noch 30 Sekunden. Nur noch einmal vielleicht. Zeit ist um. Nein! Die war gut. Skull. So, wir haben jetzt genug von dieser wunderschönen Musik. Ja, ich bin erst, jetzt können wir aufhören. Frankie letzter. Ey, totale!
Finale. Total. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum großen Finale. RBC. Finale.